die erfolgreichste Skiläuferin dieses Winters. Im Weltcup kaum noch einzuholen. Rosi Mittermeier kurz vor dem Ziel, unterwegs ein 1:43, 44. Ja, ja, Bestzeit für Rosi Mittermeier. Ja, als Gold-Rosi wurde Rosi Mittermeier 1976 bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck gefeiert und war bis heute sehr beliebt. Nun ist sie im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit in Garmisch-Partenkirchen verstorben. Damit herzlich willkommen bei BR24 Live. Bei mir ist Bernd Schmelzer, Wintersportexperte. Hallo. Bernd, wie hast denn du heute die Nachricht aufgenommen? Mit sehr großer Trauer und Betroffenheit. Es ist für mich persönlich Gänsehaut gewesen. Und man muss sich eigentlich in jeder Sekunde zusammenreißen, dass man nicht sofort zu weinen anfängt. Und so geht es auch vielen von euch da draußen. Die Anteilnahme im Netz ist sehr, sehr groß. Wir wollen in diesem BR24 Live zurückschauen auf das Leben von Rosi Mittermeier und haben nochmal die wichtigsten Stationen für euch zusammengefasst. Es sind ihr Lächeln, ihre Natürlichkeit und ihre herzerfrischende Fröhlichkeit, die die Menschen bezaubern. Der Erfolg stellt sie heraus. Rosi Mittermeier aber ist ein Star, der sich nie so gibt. Aufgewachsen auf einer Alm in den Chiemgauer Alpen, kommt sie schon früh mit dem Schnee in Berührung. Im elterlichen Gasthaus muss sie mit ihren beiden Schwestern mithelfen. Der Kontakt zu den Menschen wird ihre Schule fürs Leben. Eines lässt sie nie mehr los, die Magie des Gleitens im Schnee. Leidenschaft und Leichtigkeit bringen sie voran. Mir war es jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt gewinne oder so, sondern es ist ein schöner Tag, wunderbar, tolles Rennen. Ich muss überhaupt nicht an irgendeinem so einem großen Erfolg aufhängen. Dass sie gewinnen kann, auch große Rennen, beweist sie Anfang Februar 1976. Bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck triumphiert sie, gewinnt die Goldmedaille im Abfahrtslauf, dazu Gold im Slalom und Silber im Riesentorlauf. Damit wird Rosi Mittermeier zum ersten deutschen Superstar des Skisports und löst eine unglaubliche Euphorie aus. In der Skiszene ist sie Jahre davor schon bekannt. Mit diesem Erfolg wird sie weit darüber hinaus berühmt. All das verändert sie aber nicht. Sie bleibt immer Mensch und die Menschen sind ihr wichtig. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zieht sie sich vom aktiven Sport zurück. Die Sympathie ihr gegenüber nimmt dennoch nicht ab. Lange zuvor trifft sie ihren Lebensmenschen Christian Neureuther. 1980 heiraten beide und gründen eine eigene Familie. Die wird zu ihrem Rückzugsort, zum persönlichen Zentrum. In der Öffentlichkeit erneut zu einem Maßstab der eines skandalfreien Lebens. Beide wissen um ihren Wert, vor allem aber um die Werte. Bodenständigkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Naturverbundenheit. Rosi Mittermeier zeichnet zudem ein großes soziales Engagement aus. Immer bei sich zu bleiben, macht sie zum Vorbild, zu einer Mutmacherin. Dieses Motto, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Das ist auch so, aus jeder Situation irgendwo etwas zu machen. Rosi Mittermeiers Geschichte ist die des Mädchens von der Alm, das die ganze Welt erobert und dabei immer eine von uns bleibt. Eine besondere Frau, eine besondere Sportlerin. Und bei mir ist ein Mann, der sie persönlich kannte, Bernd Schmelzer, Sportkommentator und Wintersportexperte. Bernd, wie bleibt Rosi Mittermeier dir persönlich in Erinnerung? Ich glaube, so wie es in dem Film von Andi Treu gerade sehr gut beschrieben worden ist, als unglaublich netter, sympathischer Mensch, als empathischer Mensch und als jemand, der sich selbst überhaupt nie in den Vordergrund gestellt hat. Man hat immer wieder das Gefühl, es ist ja fast unangenehm, wenn sie als Gold-Rosi irgendwo begrüßt wurde. Und sie hat immer gesagt, macht's denn zu einem Wind,
ich bin einfach die Rosi. Und das ist, glaube ich, das, was uns allen in Erinnerung bleiben wird, dass man sagen kann, jemand, der so viel erreicht hat, der so viele Erfolge gefeiert hat, der so viele Tausende, Hunderttausende Menschen begeistert hat, der immer bei sich geblieben ist, immer bodenständig, wertebewusst, so wird es in Erinnerung bleiben. Ihr größter sportlicher Erfolg 1976 bei den Olympischen Spielen, das ist fast 50 Jahre her und trotzdem unvergessen. Warum? Ja, weil er einzigartig war und weil er auch damals eine Welle der Begeisterung ausgelöst hat, die er dieses Land gar nicht so kannte für den alpinen Skisport. Und gerade auch das, wie sie damit umgegangen ist. Wenn man sich vorstellt, dass es damals teilweise 30, 40, 50.000 Briefe die Woche gab. Damals waren es nur noch Briefe. Und dass das ihr Leben in keinster Weise verändert hat, dass das nie Thema war bei ihr, das ist schon etwas so Besonderes, so Einzigartiges, was sich auch von allen anderen abhebt, gerade in der heutigen Zeit, wo jeder, der mehr oder weniger einigermaßen geradeaus gegen den Ball tritt, schon als Star behandelt wird und sich selbst auch als Star sieht und eigentlich gar nichts erreicht hat in seinem Leben. Und wenn man das dann auf der anderen Seite sieht, das ist schon sehr besonders und das wird ihr großes Vermächtnis sein. Viele Heiratsanträge auch unter den Briefen, habe ich gelesen. Sie ist ja dann abgetreten auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Wie hat sie den Profisport geprägt? War der Profisport damals noch ein anderer? Er war ein ganz anderer. Es war ja, hatte mit dem Profitum von heute natürlich überhaupt nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen, auch von der Medienwelt natürlich ganz anders als heute. Keine sozialen Netzwerke, gar nichts hat es gegeben. Ja? Und trotzdem ist sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zurückgetreten und ist, wie gesagt, sie ist immer bei sich geblieben und hat dadurch auch als Vorbild für die Jugend gedient. Jeder hat immer gesagt, Mensch, ich möchte so werden wie die Rose. Wir möchten so leben wie die Familie Neureuther. Als Familie zusammenzugehören, zusammenzustehen, gemeinsam für Werte zu stehen und diese Werte auch zu vertreten. Und ich glaube, das ist neben den sportlichen Leistungen, die sie ja auf eine ganz, ganz hohe Stufe gestellt hat im internationalen Sport, sicherlich das Größte, ihre größte Leistung. Der Sport war immer wichtig für sie. Später war sie ja dann als Mutter von Felix Neureuther am Rande der Piste, hat ihren Sohn angefeuert. Trotzdem, mal vom Sport abgesehen, wie war sie als Mensch und wofür hat sie sich in den letzten Jahren engagiert? Ja, sowohl für den Felix als natürlich auch für die Amelie, für ihre Tochter. Die Familie war ihr das Wichtigste, die Enkelkinder, die dazugekommen sind und soziale Projekte, die halt im Vordergrund gestanden sind. Das, was sie weitergeben wollte, ja, an andere, zu helfen, da zu sein, teilweise zu sammeln, um anderen zu helfen. Also nicht... Also über ihre Person sozusagen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass viele gesagt haben, so eine Botschafterin für den Sport, aber auch für die Gesellschaft wirst du so schnell vielleicht nie mehr finden. Sie sind in München geboren, dann aufgewachsen auf der Winkelmoosalm, oberhalb von Reit im Winkel. Welche Bedeutung hatte sie denn für Bayern? Ja, für Bayern ist sportlich und gesellschaftlich sicher eine ganz große. Sie hat viel mehr geleistet, als viele Politiker es jemals schaffen werden in ihrem Leben. Allein durch ihre Art, durch ihre Ausstrahlung, durch das, was sie den Leuten vermitteln konnte, durch dieses bodenständige, freundliche Wesen einfach. Und dadurch steht sie sicherlich in Bayern nicht nur sportlich gesehen aufgrund ihrer Erfolge, sondern vor allen Dingen auch gesellschaftspolitisch und menschlich auf einer ganz, ganz hohen Stufe. Diese Persönlichkeit, die du würdigst, Bernd, die wird auch im Netz gewürdigt. Die Anteilnahme ist wirklich riesengroß. Und wir schauen mal rein in ein paar Tweets. Wir fangen mit einer offiziellen Stellungnahme an vom Bayerischen Landtag. Der schreibt auf Twitter, Rosi Mittermeier war eine Ausnahme-Skirennfahrerin. Auch nach ihrer Skikarriere war sie eine Ausnahme-Persönlichkeit und Sympathieträgerin. Immer aktiv, immer engagiert, sportlich wie gesellschaftlich. Eine Aussage von Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Und das setzt sich aber fort, auch wenn wir eben Tweets von ganz normalen Userinnen und Usern anschauen. Ich fange einfach mal an. Andrea P. schreibt, das tut mir so leid. Rosi war so eine Liebe. Mein tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie. Später schreiben User und Userinnen auch, ich bin schockiert und traurig. Sie war eine besondere Persönlichkeit. Old Hockey schreibt, sie war immer eine Quelle der Fröhlichkeit und des Optimismus. Also auch da ganz viel Anteilnahme. Oder auch wenn wir noch mal auf die Kommentare unter unserem Artikel schauen, auf br24.de, dann drücken viele Userinnen und User ihre Anteilnahme aus und ihre Trauer.
Danke, Rosi, schreibt zum Beispiel Krabbeltier, für deine liebenswerte, bodenständige, soziale und ehrliche Art. Alles Gute für Christian, Amelie und Felix mit Familie. Sie möge ruhen in Frieden, schreibt Alter Zausel. Den Angehörigen gehört unser aufrichtiges Beileid und nochmals danke für alles. Ehrlich, bodenständig. Das sind eigentlich alles ausnahmslos positive Beschreibungen, positive Erinnerungen. Welche Bedeutung hatte Rosi Mittermeier für ihre Fans? Ja, ich glaube, die Kommentare geben das ja, glaube ich, ganz gut wieder. Sie steht halt auch bei den Fans genau für das, worüber wir gesprochen haben. Das ist herzzerreißend, wenn man das liest. Muss man wirklich so sehen. Und das ist genau das, was die Rosi ausgezeichnet hat. Ihr unglaublich großes Herz. Ihre Liebe für den Sport, für die Menschen, für die Familie. Und das erkennen die Zuschauerinnen und Zuschauer, Userinnen und User einfach an, weil sie wissen, das war nicht gespielt. Das ist ehrlich. Da wurde nicht irgendetwas künstlich inszeniert, sondern so ist sie einfach gewesen. Jeder, der in Garmisch lebt, der weiß das, weil er sie ja auch tagtäglich dort treffen konnte. Und das ist, glaube ich, das, was alle mitnehmen. Ein schönes Schlusswort für eine besondere Frau. Vielen Dank euch fürs Zusehen. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Alles Weitere zum Nachlesen, einen ausführlichen Nachruf, findet ihr auf br24.de und in der BR24-App. Dort informieren wir euch natürlich auch über weitere Nachrichten aus und für Bayern. Vielen Dank, Bernd. Euch wünschen wir noch einen schönen Nachmittag und bis bald.